21. Februar 1916. Der Winter war über die Front hereingebrochen. Moin Moin Leute und herzlich willkommen zurück in Valiant Hearts. Gerade der Anblick vom Winter, es ist einfach nur wunderschön bei dieser Bombenhitze. Ich hoffe, ihr macht euch da draußen kreislaufmäßig nicht schlapp oder irgendwas, sondern schön durchhalten. Erweckte die Ankunft der Post neue Hoffnung. Falls ihr das jetzt irgendwann im Winter seht, ich weiß, ich habe eine Macke. In genau. Litt man unter Hunger, unter Krankheit und die Zahl der Toten stieg. Doch inmitten all der Trostlosigkeit gab es einen Hoffnungsschimmer. Der kleine Enkel. Ein Foto seines Enkels, Viktor, der aufrecht auf beiden Beinen seine ersten Schritte tat. Bravo. Genau, und hier waren wir mal stehen geblieben und hier geht's auch weiter. Keine Angst, ich vorrede nicht. So, von daher erstmal gucken. Verdun, dem in Frankreich, 21. Februar 1916. Ui, jetzt haben wir hier wieder einen Ofen. Da muss irgendwas drauf. Der schläft. Ui, haben wir ja schon was. Eine Tabakdose, sieht ein bisschen strange aus. Tabakdose aus einem Munitionsgehäuse, aha. Leere Munition wurde oft einer neuen Verwendung zugeführt. Einige explodierte Metallteile waren schon oft von ästhetischem Wert. Falls nicht, legten die Soldaten selbst Hand an, um nützliche Dinge daraus zu gewinnen. Tabak war wertvoll, daher war den Soldaten daran gelegen, ihn trocken zu halten. Viele Berichte aus den Gräben zeigen, wie wichtig die Weihnachtszigarre für die Soldaten war. Das war ein besonderes Geschenk für die Truppe. Selbst Weihnachten wurde gefeiert, guck mal an. Eine Socke gegen Tinte? Ah, dass ich einen Brief wahrscheinlich zurückschreiben kann. Alles klar. Also eine zweite Socke finden. Hehehe. Da haben wir schon mal die dreckige Socke. Habe ich gar nicht gesehen, ich habe einfach nur gedrückt. Ein Kartenspiel. Die Tage in den Gräben zogen sich hin und um die Langeweile zu besiegen, spielten die Soldaten Karten, lasen, schrieben und formten Gegenstände aus den Materialien, die ihnen in die Hände fielen. Die Deutschen spielten am liebsten Skat, die Franzosen Manil und die Briten und der Amerikaner Brack oder Ponton. Skat kenne ich. Die anderen sagen mir gar nichts, außer Ponton habe ich glaube ich schon mal gehört. Und Rommy spiele ich sehr gerne und vor allen Dingen Poker. Poker Stars. Oh. Haben die Socke aber wahrscheinlich zu dreckig, ne? Hey, ja, eine saubere. Du bekommst eine saubere Socke, sofern ich finde den Wassereimer. Genau, Federpuss sind alles da. Oh, neues Tagebuch. Mal gucken, die Versorgung der Frontsoldaten. Boah, mehrere Tage ohne Essen und Trinken, das geht doch gar nicht. Was ist denn? Achso, das soll ich dich da reinmachen. Boah, so viele haben Hunger. Und es wird irgendwie nicht weniger. Warte mal. Geht's hier hinten durch? Ich dachte. Mal gucken, was haben wir hier? Ich habe aber nichts zum Werfen. Alle mit den Broten hier verteilen. Ah, genau. Guck mal. Behalt du mal das Brot, wir müssen erstmal irgendwie die Socke loswerden. Warte mal, ich hatte doch... Hier war doch erst eine Pfütze. Ich dachte... Der nimmt einfach die Socke nicht, verdammt. Ja... Guck mich mal kurz um, bin gleich wieder da.
wenn ich weiß, wie es weitergeht. Ach so, wenn die nicht hinschauen, alles klar. So, jetzt haben die auch die Socke mitgewaschen, sehr schön. Geht doch voran hier. Ich wusste auch irgendwie, das Waschbecken muss damit zu tun haben. Weil ich dachte nämlich hier, der Punkt hier unten, ich dachte, das ist eine Pfütze, aber es ist nur irgendwie Schnee, glaube ich. Lass mal das kurz trocknen. Nicht verbrennen lassen, um Gottes Willen. Und hier hast du eine ganz neue Baumwollsocke aus dem fernen Frankreich. Dankeschön. Jetzt brauchen wir nur das. Also die Tinte haben wir schon mal, jetzt brauchen wir noch eine Feder. Von der Taube. Allerdings kann ich kein Dings. Kein Brot schmeißen irgendwie. Es war doch die F-Taste. Ich hab auch so ein Brot bekommen. Was? Achso, warte mal. Genau, und... Hopp. Komm mal her. Das war alles geplant. So, Feder, Tinte. Meine geliebte Tochter. Ich habe Neuigkeiten von Karl. Er scheint außer Lebensgefahr zu sein. Der Synchronsprecher ist klasse. Ich hoffe, ich erhalte die Erlaubnis, ihn zu besuchen. Vielen Dank für das Foto. Es bedeutet mir so viel. Mann, bin halt gerade beim Briefeschreiben sogar schon. Weg hier! Da liegt was! Oh, oh, oh. Shit. Ich wollte nämlich, bevor ich wegrenne... Ich dachte, da hinten gibt's noch was, aber ich muss nach links rennen. Okay. Okay, halt hier rein. Oh, da liegt was. Schnell noch durchlesen. Ein Grill. Ein durchlöcherter Helm konnte mit Holz und mit Kohle und Holz gefüllt und als Grill oder Heizung verwendet werden. Achso, ein Grill, ja natürlich. Obwohl die Helme aus Metall gefertigt waren, boten sie nur geringen Schutz vor feindlichen Kugeln. Scheiße. Oh, halt. Hört doch nicht einfach die Bomben, Leute. Ihr seht doch den Schatten. Eigentlich. Hopp. Boah. Das zweite Kriegsjahr. Zeig mir. Oh je. Dann nehmen wir uns mal eine Stange mit, oder? Auch nicht. Weg hier! Wir sollen wohl noch angreifen, nachdem wir schon so weggesteckt haben. Erstmal mitnehmen. Eine Offizierspfeife. Die Offiziere erhielten Pfeifen, um den Soldaten zu signalisieren, wann sie angreifen sollten. Der Klang der Pfeife wurde zum Symbol für die Reise ins Ungewisse, wenn die Soldaten aus den Gräben ins Niemandsland stürmten. Na, dann tun wir mal, was unser Herr General sagt.
Weiß man jetzt nicht so genau, was die Kiste soll. Ah, guck mal. Warte mal, warte mal. So, und... Oder so. Bam. Bisschen Holz. Damit das Ganze hier verschwindet. Badusch. Für die Amis und Franzosen. Je nachdem, welche Front das hier... Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Da liegt wieder was. Brief eines tunesischen Soldaten vom 21. Februar 1914. Die lese ich trotzdem mal mit vor. Lieber Vater, liebe Familie, mir ist kalt. Das Land, das wir verteidigen, ist eisig und von Schnee bedeckt. Der Boden ist so festgefroren, dass er härter als Stein ist. Wir können nicht graben. Die Kälte ist so stark, dass sogar meine Hände brennen. Ich hoffe, bei uns im Dorf steht alles zum Besten und du erhältst noch die Hilfe meines Soldes. Sage mir Bescheid, falls es nicht so ist. Ahmed. Da liegt noch was. Das Licht blendet ein bisschen. Oh, was haben wir noch? Der Stacheldraht. Aber mit der Faust ein Stacheldraht, macht Sinn. Der hat so eine robuste Drahtzange, die geht nie schrott. Wofür ist meine Münze? Bin ich jetzt cool? Noch eine Münze. Das war ein Rad. Muss man mir Oma sagen. Mit Schmackes. So macht er jetzt einen Freddy. Noch ein Stück Holz. Nee, keinen. Wollte ich eigentlich nicht. Hopp. Hopp. Wollte ich jetzt eigentlich nicht. Vorsicht! Und mal vorsichtshalber noch einen mitnehmen. Man weiß ja nie. Na gut, das bringt ja nichts. Hopp, 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 hopp. Gut, dass ich die mitgenommen habe. Und weiter. Mit einem verdammten MGs, ey. Yep. Okay. Ich hätte noch eine Bombe gebraucht. Ich glaube, die haben sich verbuggt. Wohl auch nicht. Ich brauche noch eine Bombe. Boah, laufen wir hier mal halt ein bisschen rückwärts, ne? Ich würde auch aufs leere Feld schießen. Spart sehr Munition. Ach, scheiße. Ach, Mann, hier liegen doch Holzbündel. Ich habe das nur nicht gemerkt. Der hängt ein bisschen in der Luft, Freunde. Und hopp. So geht das. Und dann mal schnibbeli, schnapp, 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 schnabberdi, bubdi. Schnell, die Bomben schon wieder. Ist noch oben. Warte mal, bevor wir hochgehen, erstmal kurz runtergehen.
Weil hier liegt nämlich was, ich wusste es. Eine Flagge. Bunter Wimpel. Auch wenn der Morse-Code schon im Einsatz war. Hört auf zu schreien, ich lese hier. Blieb die telefonische Kommunikation aufgrund technischer Probleme unzuverlässig. Also wurden steinalte Techniken genutzt wie die Trommeln, Hörner und bunte Wimpel. Am 11. November 1918 um 11 Uhr wurde das Ende des Krieges vom Klang einer Fanfare verkündigt. Schön. Jawohl. Alles erledigt. Verdammte Artis. Freddy braucht Hilfe. Ach, jetzt sollen wir zum Gegenangriff übergehen, oder? Oh. Wow, 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 wow. Halt mal, da oben liegt ein Rad. Den brauchen wir. Die Schlacht um Verdun. Halt. Okay. Achso, da fehlen wieder Rädchen. Aber schon muss schon was da sein. Brauchen wir jede Menge Teile. Kriegsauszeichnungen. Medaillen und seine mittelalterlichen. Wissen ist Macht, das stimmt allerdings. Seine meisten Auszeichnungen sind halt die Kriege und die Präsidenten. Holen wir nachher, erstmal müssen wir gucken. Gibt's hier noch irgendwas? Nö. Dann mal hier drinnen schauen. Schlüssel. Okay. Kommen wir schon mal in den Spind. Ich wollte gerade sagen, das müsste eigentlich von alleine runterrollen. Genau, dafür brauchen wir noch das große Rad. Da oben müssen wir mal gucken. Jetzt erstmal. Hier haben wir noch ein Rad davon. Hm? Rechts von der Mühle, hoch von den Bäumen. Erstmal müssen wir Munition nachfüllen. Dafür brauchen wir das Rad, aber dafür brauche ich irgendwas zu werfen. Haben wir hier irgendwas zum Schmeißen? Ah, okay. Hündchen, hol mal eine Bombe. Gutes Hündchen. Guter Benno. Ich erinnere mich noch an den Namen. Und dann einmal. Hopp. Ja, ja, sind schon dabei. Also im Hintergrund sieht überall dieses kahlschen zerbombte Land. Ich denke mal, ich habe meinen Standpunkt klar gemacht, was ich von dem Ganzen halte. Also Krieg und so. So, jetzt erstmal hier ein bisschen Munition. Hündchen, dich will man nicht greifen. Achso, ja. Die ist leicht größer. War okay. Okay. Aber schon. Das für eine Kugel. So, jetzt haben wir schon mal Munition. Er sagte rechts von der Mühle. Und dann irgendwie oben von den Bäumen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Also ziemlich weit oben. So, rechts und oben, also da. Yeah.
Gezielte Schüsse ermöglichten es Freddy und seinem Regiment, die hintere Linie unbeschadet zu erreichen. Bravo, Freddy! Wir danke dir. Als die Militäroberen von ihrem mutigen Einsatz erfuhren, beschloss man, die beiden Freunde für ihre Tapferkeit auszuzeichnen. Emil hatte gute Nachrichten von Anna erhalten. Karl erholte sich langsam und konnte schon wieder laufen. Das ist doch gut. Unterdessen zog sich die Schlacht von Verdun in die Länge und wurde immer blutiger. Die Zahl der Toten stieg unaufhaltsam. 70.000 pro Monat. Nahezu ein Franzose und ein Deutscher pro Minute. Und das 10 Monate lang. Tag und Nacht. Das ist Wahnsinn. Das ist 8. Mai 1916. Emils Bataillon wurde ausgesandt, um Fort Douaumont zurückzuerobern. Eine Schlüsselstellung in der deutschen Verteidigung. Kann nicht dahin gehen, sonst kriegen sie jetzt auf die Nase. Natürlich, wir nehmen das Schwierige. Pack mal schon. Aber wie es weitergeht, wisst ihr, wir erfahren es in der nächsten Folge. Von daher verpasst es nicht, wenn wir dann hoffentlich diesem blutigen Trail mal ein Ende setzen. Und von daher bis dahin und noch ein fröhliches Schwitzen. Tüdelü.